Mit der Frage, was brauchen Wirtschaftsstandorte der Zukunft, befasste sich eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion von Academia Superior Gesellschaft für Zukunftsforschung. Als Standort für die Veranstaltung wurde bewusst das jüngste Vorzeigeprojekt eines der erfolgreichsten Leitbetriebe Oberösterreichs gewählt, die Stahlwelt der Voestalpine in Linz. Mit dieser Diskussion sollte gemeinsam mit nationalen und internationalen Experten die Herausforderungen für den Standort Oberösterreich durchleuchtet und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung aufgezeigt werden. Wir brauchen dringend eine Kompetenzreform. Wir müssen uns überlegen, wir kleines Österreich, wo soll was angeboten werden und wie soll das geschehen? Und auch hier könnte das Land Oberösterreich vorangehen mit freiwilligen Gemeindekooperationen, Errichtung von kommunalen Zweckgemeinschaften, aber auch Gemeindezusammenlegungen. Das Umweltthema ist, glaube ich, allen bewusst. Da ist Europa dabei, den Bogen zu überspannen. Wenn wir hier jetzt die Schrauben noch weiter anziehen, dann heißt das eine strukturelle Abwanderung der Industrie, und zwar nicht nur der klassischen Industrie, etwa der Stahlindustrie, Glas, Keramik, Zement, Chemie, sondern dann folgt Schritt für Schritt die gesamte Wertschöpfungskette. Über das sollte man sich auch in Europa einig sein. Voestalpine Generaldirektor Eder vermisst generell auch das Fehlen großer europäischer Visionen und attestierte einen Rückfall in nationales Denken und Kleinstaaterei innerhalb der EU. Wir sehen eine Fokussierung auf viel stärker als in den letzten Jahren auf nationale Interessen, nationale Rücksichtnahmen. Und es gibt die großen Europäer, die also auch diese Vision, die dann zur Wirklichkeit wird, nicht vermitteln können, die sehen wir einfach nicht mehr. Und wir sehen einen Rückfall in eine unglaubliche Kleinstaaterei. Die Visionen sind völlig abhanden gekommen. In seinem Schlusswort betonte Strugel, er sehe als Obmann von Academia Superior die Aufgabe dieses Thinktanks auch darin, durch fachliche Expertise mehr Qualität in die Zukunftsdebatte zu bringen und dadurch richtige Entscheidungen auch politisch mehrheitsfähig zu machen. Und dazu können qualifizierte Diskussionsforen meiner Meinung nach einen Beitrag leisten. Die werden jetzt nicht die Politik ersetzen können, aber die können Anstöße geben, die können beitragen zur Bewusstseinsbildung und die können vor allem Expertise und Qualität in die politische Diskussion hineinbringen. Das wäre eigentlich unser ziemlich ehrgeiziges Ziel. Ich glaube, der ganz, ganz wichtige Punkt ist, dass von solchen Veranstaltungen Impulse ausgehen. Und wenn es die richtigen Impulse sind, dann sind das Multiplikatoren, dann gibt es also einen Effekt, der von der Veranstaltung ausgeht und der in die Breite geht, und man kann hier gewisse Botschaften, positive, auch kritische Botschaften, glaube ich, den Menschen nahebringen. Und wir brauchen kritische, aber aufgeschlossene Menschen in Oberösterreich, und dafür sind solche Veranstaltungen hervorragend geeignet. Ich erhoffe mir eine lebendige Diskussion, ich hoffe mir eine Fortsetzung der Diskussion, und ich hoffe, dass bei den brisanten Themen Einwanderung, Kommunalreform, mehr in Entwicklung und Forschung, dass hier eine Bewegung und Dynamik in Gang kommt. Darum engagiere ich mich auch. Ich bin überzeugt, wir müssen das tun, auch von der Wissenschaft. Nur wenn wir uns mehr engagieren, wenn wir furchtbar lästig sind, dann geschieht etwas.